deswegen aufpassen. Es sind noch mehr. Wir sind noch nicht in Sicherheit. Wir haben noch nicht alle erledigt für dieses Gebiet hier. Oh, shit. Au. Ja, 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 ja. Ich sehe das auch schon. Aber wir haben hier erstmal ein Lagerfeuer. Also erstmal ein bisschen Ruhe. Für offizielle Trinity-Schreiben. Die werden heute kaum noch benutzt. Marcel, was meintest du mit die Mucke? Ein weiterer Fähigkeitspunkt. Was machen wir denn als nächstes? Hier haben wir das wenigste von. Ne? Nutzen Sie das Messer, durch Sprünge von oben sofort zu erledigen. Das hätten wir gerade gut gebrauchen können. Ne? Deswegen machen wir das jetzt einfach mal. Kann ja sein, dass das nochmal vorkommt. Und dann haben wir die halt sofort getötet. Als Konstantin mit Anna gesprochen hat, war eine geile Mucke im Hintergrund. Echt? Ah, da habe ich jetzt nur auf den Dialog geachtet. Da habe ich jetzt gar nicht auf die Musik geachtet. Schade. Die Pistole gefällt mir sehr, sehr gut. Nachladegeschwindigkeit wird erhöht. Machen wir. Die ist geil, die wir uns da gekauft haben. Die würde ich gerne noch weiterhin benutzen. So. Aber wir sind jetzt gleich schon mitten im Lager von Trinity. Huch. Neue Befehle. Wir bereiten den Abzug. Wir haben ihn wirklich gefunden. Sieht so aus. Die Räumtrupps beladen schon die Helikopter. Hätte nie gedacht, dass ich Phase 2 miterleben würde. Das hat er nicht mitbekommen, oder? Nö. Und es ist auch der Einzige hier. So. Sehr schön. Wir verstecken uns weiterhin. Das bedeutet, wir sind nicht komplett außer Gefahr. Ich würde jetzt einmal ganz kurz... Hast du mit Konstantin unten in Syrien? Hier war die Kiste. Die wollte ich noch eben schnell mitnehmen. Oh, alles voller Kipplaufflinte. 3 von 4. Nice. So, haben wir hier noch... Einmal ganz kurz gucken, ob wir hier noch irgendwas Sammelbares haben oder irgendwas blinken, blitzen sehen. Sieht nicht so aus. So, Hals, Maul. Ihr werdet brennen. Oh, da sind aber auch welche. Ich hab sie nicht mal getroffen, oder? Uff. Das war jetzt verdammt schlecht. Nicht mal weit genug geworfen. Vielleicht sollten wir hier mal auf die Schrotflinte gehen. Bam! Die sind nämlich ein bisschen schwerer gepanzert. Mit der Schrotflinte durchbrechen wir die Panzerung am besten. Okay. Schrotflinte immer am besten. Das ist doch Quatsch. Das ist doch Quatsch. Nee, 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 nee. Das ist Blödsinn, was du da erzählst. Vollkommener Blödsinn. Die Schrotflinte ist nur in den seltensten Fällen wirklich, wirklich gut. Nee, da brauchst du auch jetzt gar nicht so zu gucken. Die Schrotflinte ist nur in seltensten Fällen wirklich gut. Hier haben wir noch ein bisschen Munition. Her damit. Ich wollte nicht die Flasche nehmen. Ich wollte nur Munition aufsammeln. So.
Als ob hier nicht irgendwie ein Münzversteck oder sowas ist, ne? Ich drück einfach mal E durch. Weil, guck mal, diese kleine Fläche hier. Als ob es da nicht hier noch irgendwie ein Münzversteck gibt oder sowas. Also, jetzt wissen wir aber ganz genau, wenn wir irgendwo nochmal einen Monolithen hier finden, der uns dann hier an der Stelle ein Münzversteck anzeigt, dann haben wir den Beweis, dass die Münzverstecke tatsächlich erst dann spawnen, wenn man diese Monolithen angesprochen hat. Was mega dumm wäre, wenn es so wäre, aber möglich ist es, ne? Ein Helikopterlandeplatz, wie es aussieht. Okay. Wir müssen aber unseren Weg weiter raufkämpfen. Wir stehen jetzt am Scheitelpunkt einer neuen Welt. Die göttliche Quelle wurde gefunden. Croft lebt zwar noch, konnte aber neutralisiert werden. Nur Anna wird mit jeder Stunde schwächer. Ihre Stimme, die mich mein Leben lang begleitet hat, versagt langsam. Ich habe sie gefragt, ob sie sich an die Nacht erinnert, in der Gott Sinn in meine Hände ritzte. Die Nacht meiner Auserwählung. Sie sagte ja. Und sie lächelte und sagte, dass wir wieder solche Nächte haben würden, wenn diese Qual vorbei ist. Aha. Für sie bleibe ich stark. Aha. In der alten Stadt werden wir die göttliche Quelle finden. Ich werde meine Schwester retten. Und zusammen retten wir die Welt vor sich selbst. Also sind das doch Geschwister? Hä? Konstantin sorgt sich so sehr um seine Schwester, er würde wirklich alles tun, um sie zu retten. Lol? Okay, ich dachte zuerst, das wären Geliebte oder so. Hä? Das kam aber auch so rüber. Als ob das Geliebte wären. Und jetzt kommt das auf einmal so rüber, als ob das Geschwister sind. What? Ein Anhänger. Nein, eine moderne Reliquie. Im Innern ist ein kleiner menschlicher Knochen. St. Peregrinus, Schutzpatron der Todkranken. Aha. Ah, und rauf hier. Sweet Home Alabama. Hä? Warum? Eine Patronenhülse, die aber irgendwie seltsam wirkt. Sie wurde auf Hochglanz poliert. Hm? Da ist eine lateinische Inschrift. Tötet sie alle. Gott wird die Seinen erkennen. Und Loki, was heißt das auf Latein? Tötet sie alle, Gott wird die Seinen erkennen? Das musst du wissen. Ja, wegen Geschwister und Liebhaber und so, da fängt man dann gerne mal an, das Lied zu singen. Ist das so? Okay. Ich weiß jetzt nicht so wirklich, worum es in dem Lied geht, keine Ahnung. Okay, wir sind mittendrin in Trinities Lager oder Funkturm oder keine Ahnung, was das hier genau sein soll. Ich sterbe nicht in diesem gottverlassenen Tal. Mein Glaube ist stark. Mein Wille ist stark. Auch wenn mein Geist weiter wandert. In unsere Jugend. Konstantins und meine. Er war ein schwieriges Kind. Immer neugierig, immer fragend. Ängstlich, was die Zukunft bringen würde. Ängstlich, nie seinen Lebenszweck zu finden. In der Nacht
Als ich ihm die Zeichen einritzte und in sein Ohr flüsterte, habe ich ihn erschaffen. Ihn gerettet. Er hielt es für das Werk Gottes, wie ich gehofft hatte. Weil. Jetzt muss er mich retten. Und wenn er das nicht schafft, rette ich mich selbst. Krasser Scheiß. Anna hat ihren Bruder jahrelang manipuliert und ihn so zu dem Monster gemacht, das er heute ist. Ihr tut mir beinahe leid. What the fuck? Kann's kaum was aus Latein. Ich weiß doch. Ich weiß doch, dass du nichts kannst. Konnte noch eine auch. Was? Konnte noch eine auch nur einen Satz ohne Wörterbuchform. Konnte noch eine auch nur. Was? Ach nicht. Diesmal war konnte ich nicht. Nee, auch. Ich dachte, was? Wenn ich dich finde, weiß ich vielleicht irgendwas, das uns hilft. Das habe ich herausgefunden. Hier läuft eine Operation. Etwas Großes. Hunderte von grimmigen Soldaten. Keine Abzeichen. Kein Nichts. Alle in dieser alten russischen Anlage. Scheint eins dieser furchtbaren Gulag-Gefängnisse gewesen zu sein. Und ich bin hier, weil ich dachte, du brauchst mich. Lara, Gott, wie blöd bin ich denn? Nicht mehr lange. Und ich bin der, der Hilfe braucht. Ich hoffe inständig, dass du lebst und das hier hören kannst. Ich bleibe außer Sicht, solange ich kann, aber es wird verdammt kalt hier draußen. Ich muss bald irgendeinen Unterschlupf finden. Verdammt, Jonah, wo bist du da nur reingeraten? Konnte noch nie, okay. Huch, gelbe Leuchtsäule, bitte geh weg. Ich sehe nicht, wo ich lang muss. Aha. Aber das bringt uns jetzt auch nichts mehr, weil Trinity weiß, wo der Eingang ist. Wenn Sie hier predigen wollen. Oh oh. Jonah. Und nun? Betreten Sie den Gefängnisblock. Ja. Ach, wir sind jetzt nur nach hier oben gegangen. Um den Atlas wieder mitzunehmen, oder was? Dafür ist es... Ich befürchte, dafür ist es leider schon ein bisschen zu spät. Trinity weiß schon längst, wo sich die Quelle befindet. Und nicht nur das, sondern auch, wo sich der Eingang befindet. Negativ. Wir fahren mit der nächsten Phase der Operation fort. Bereitet euch auf den Abzug vor. Oh, Scheiße! Lol! Dass ihr das direkt mitbekommt, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Hätten wir das eleganter lösen können? Und selbst wenn, seit wann interessiert mich das, ob man etwas eleganter lösen kann oder nicht? Einfach immer druff da. Geht alles erstaunlich schnell gerade. Okay. Irgendwie bricht hier auf einmal wieder alles auseinander. Warum weiß man auch nicht so. Oh Gott. Dafür, dass die Gefangenen zusammengetrieben werden und exekutiert. Weg mit ihm! Egal, was er noch zu sagen hat. Ciao! Oh, nicht! Boah, what the fuck? Wie wir uns beim Kill wieder hier runtergefallen sind, wie wir uns gerettet haben. Yo, nice. Ich hab das schon kommen sehen, ne, dass wir beim Kill da runterfallen werden. What the fuck? Okay, wir können gerade keine Wegweiser setzen.
Ah, es geht nicht. Okay. Wäre das auch ein bisschen leiser gegangen, Lara? Die kommt hier mal rein, reißt alles ab und meckert dann mit mir, wenn ich die Kills nicht sneaky mache, weißt du? Sie sind ihr gegenüber wirklich loyal. Ich bewundere sie. Wirklich. Aber auch meine Geduld hat ein Ende. Sagen Sie mir, was Sie wissen. Jetzt! Oh no. Oh no. Gut. Bitte, bitte nicht. Hör nicht auf ihn. Ich habe nur getan, was ich für richtig... Tu es, Jonah. Er hätte dich auch ohne zu zögern abgesetzt. Ja. Jonah! Nein! Nein! What? Der Hurensohn. Räumt die Zellenblöcke. Tötet sie alle. Warum hat er nicht einfach geschossen? What the hell? Oh, uff. Es tut mir leid. Ich hätte ihn töten ja, sollen. Ja, hättest du. Aber er war unbewaffnet, ich konnte ja, es nicht. Ja, und? Das musst du auch nicht. Doch. Es tut mir so leid, dass ich dich hier reingezogen habe. Ja, richtig dumm ich einfach. Dachte, ich könnte mithalten. Sie kommen. Wir sind umstellt. Lol, ey. Diesmal passe ich auf dich auf. Unbewaffnet, womit hat er ihn dann abgestochen? Ja, richtig. Wir hatten nicht viel Zeit. Weißt du, den Konstantin hat es auch nicht interessiert, dass er Jonah unbewaffnet war. Er hätte ihn ohne zu zögern getötet. Während sie die Trinity-Angreifer haben. Alle Einheiten kommen. Wir müssen uns das war laut. Kümmern. So, ich weiß, dass du jetzt gern Archäologie-Zeitschriften liest, aber ich bitte dich, wenn du darin etwas eher Unerfreuliches über mich siehst, es zu ignorieren. Es gibt Leute, die meine Arbeit hier einfach nicht verstehen. Vielleicht macht sie ihnen sogar Angst. Aber Angst und Dummheit kümmern mich nicht. Und so solltest du es auch halten. Ich werde dir bald alles erklären, mein Mädchen. Die Leute, die Angst hatten, war das Trinity? Du hast es mir nie erzählt. Vermutlich spielt es auch keine Rolle. Sie haben den Weg zu mir gefunden. Jetzt muss ich mich mit ihnen auseinandersetzen. Ein Upgrade. Schauen wir mal ganz schnell an. Für unsere Handfeuerpistole, aber auch für unser Maschinengewehr. Die Nachladegeschwindigkeit könnten wir erhöhen. Wie sieht das mit der Handfeuer? Das ist die Rückstoßstabilität. Wir nehmen unser Maschinengewehr. Ich schieße gerne mit diesem Maschinengewehr. Das ist super, das Ding. Das nehme ich weiterhin. So. Aber das Ziel nicht im Blick. Erwarte Befehle. Position halten und bereit machen. Sie ist gefährlich. Verstanden? Oh ja, das sind wir. Und wie gefährlich wir sind. Einmal gucken, ob wir alles vorrätig haben. Das sieht gut aus. Munition sieht auch alles gut aus, dann go. Zentrale, wir sind in Position und haben Sichtkontakt zum Ziel. Verdammt, das gibt bestimmt Ärger. Sie ist hier! Hä, woher? Nein, schalten Sie sie aus! Wo haben die das jetzt? Woher haben die das jetzt gewusst? Woher?
Scheiße. Kommen die jetzt runter? Ganz offenbar nicht. Okay. Kontakt! Geben wir Feuerschutz! Oh shit! Okay, und schnell weg hier! Ich hab gesagt, schnell weg hier! Das war nicht schnell, Lara! Hä? What the fuck? Müssen wir uns gar nicht beeilen? Ich glaub nicht. Okay, ich glaube, wir haben gar keinen Zeitdruck. Das Spiel soll uns nur vermitteln, Zeitdruck zu haben. Wir können aber ein bisschen vorsichtiger ruhig hier. Haben Sichtkontakt zum Ziel. Ich wiederhole, haben Sichtkontakt zum Ziel. Habt ihr das? Team 4, beim Anführer sammeln. Wir kümmern uns darum. Warum Sichtkontakt zum Ziel? Wir sind das im Ziel. Ach, deswegen. Verdammt! Signatur bestätigt. Klar zum Angriff. Roger, alle Angriff! Granate raus! Ja, und nu? Zum Glück haben wir den Atmer. Müssen wir nicht schwimmen? Hä? Doch, wir müssen schwimmen. Oh oh. Eingekreist. Ich muss vorsichtig vorgehen. Wir müssen vorsichtig vorgehen, Lara. War das nicht vorsichtig genug? Müssen wir uns vielleicht jetzt von Loch zu Loch schwimmen und einen nach dem anderen töten? Oder wie ist das gewollt hier? Ich denke, das ist fast so gewollt. Hier, komm her. Die müssen nur ein bisschen näher kommen. Okay. Anscheinend sehen die das. Okay, wie machen wir das jetzt am besten? Wir können die ja schlecht hier irgendwie hinlocken, oder? Hä, die sehen das sofort. Was? Okay, das ist komisch. Dann würde ich sagen, klettern wir jetzt aus dem Eis und ballern einfach wild um uns, oder? Abwarten. Oh shit. Oder es ist nicht so gewollt. Ich weiß es nicht. Okay, ich verstehe gerade nicht, wie das hier gemacht werden soll. Die sehen uns immer sofort. Aber... Aber wieder einer weniger. Aber wieder einer weniger. Soll man jetzt so lange unter Wasser bleiben und warten, bis einer nah genug kommt? Okay, kann halt echt sein, ne? LOL, warum? Okay, irgendwie ist das hier merkwürdig. Aber wieder einer weniger.
Müssen wir schauen. Hallo? Und der soll jetzt nicht nah genug dran gewesen sein. Hallo, schnapp ihn! Was zum Fick? Okay, jetzt hat's wieder geklappt. Okay. Okay. War jetzt nicht so, wie ich gedacht hätte, aber es hat geklappt. Oh Gott, nein. Wie kommen wir jetzt auf einmal dahin? Jonah. Lara. Ich bin hier. Lara. Hör mir zu. Nein, nicht bewegen. Wenn ich das hier nicht überlebe. Sag sowas nicht. Nein, hör nur zu. Gib dir nicht selbst die Schuld dafür. Wir alle treffen eigene Entscheidungen. Als ob. Sein Ende ist nah. Oh, wow. Nein. Er darf nicht sterben. Oh, wow. Wir können ihm helfen. Wie? Er muss sofort ins Observatorium, zu Jacob. Das ist jetzt sogar sehr mies, ja. Allerdings. Nur Jacob kann Jonah jetzt retten. Wir müssen ihn zurück ins Observatorium bringen. Ja, und wie? Huckepack oder was? Okay. Ach so, so leicht geht das. Okay. Jacob, er stirbt. Ich kümmere mich um ihn. Göttliche Quelle hat er die ganze Zeit bei sich gehabt. Der Herr behütet dich. Er ist der Schatten über deiner rechten Hand, dass dich tags die Sonne nicht steche, noch der Mond nachts. Der Herr behüte deine Seele vor allem Übel. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang, von nun an bis in Ewigkeit. Drückt auf die Wunde. Macht ihn bereit. Nur weil es Lara Spaß macht zum Klettern, heißt es nicht, dass es keinen einfachen Weg gibt. Das stimmt. Hat er die ganze Zeit die göttliche Quelle bei sich gehabt? Jacob, sie sind angeschossen. Sie sind es. Nicht wahr? Oder er... Was? Der unsterbliche Prophet. Ich spüre Schmerzen. Ich kann verletzt werden. Ich bin ein Mensch, dem kein Tod vergönnt ist. Krass. Und die göttliche Quelle? Ich entdeckte sie vor langer Zeit. Sie ist real und unglaublich mächtig. Aber sie ist nicht göttlich. Sie haben sie angelogen. Über Generationen. Ich bin nicht stolz darauf. Aber ich tat es zu ihrem Schutz. Einst nutzte ich die Quelle, um meine Armeen unsterblich zu machen. Aber das war ein furchtbarer Fehler. Sie meinen die Krieger im Archiv? Als Feinde Kitesh angriffen, begruben die Unsterblichen die Stadt unter dem Eis der Berge. Tausende starben. Sie begingen eine Gräueltat, um die Macht zu behalten. Trinity wird das auch tun. Aber mit weit schlimmeren Folgen. Das sind nicht Sie. Der Mann, den ich jetzt kenne, würde seinem Volk nie schaden.
Verstehen Sie nicht? All das ist mein Werk. Und es muss endlich ein Ende haben. Vater! Sie kommen näher. Sie bahnen sich mit Gewalt einen Weg ins Eis. Dann haben wir schon verloren. Nein. Irgendwie muss man sie aufhalten. Jacob, auf der Karte war ein Geheimgang in die Stadt verzeichnet. Der Weg der Unsterblichen. Das ist zu gefährlich. Uns läuft die Zeit davon. Sie wissen, dass ich jetzt nicht aufgebe. Wenn wir Trinity verlangsamen, haben wir vielleicht eine Chance. Ich greife sie mit unseren Truppen auf dem Eis an. Dann sofort. Öffne den Weg. Ja, krass. Auch zu gefährlich für einen Unsterblichen. Ja gut, er hat ja gesagt... Wenn Sie bereit sind, gehen Sie durch den Eingang unter dem Observatorium. Ich werde mich um Ihren Freund kümmern. Er spürt ja Schmerz und alles. Er ist menschlich. Nur er kann nicht sterben. Ich bin einmal, bevor es weitergeht, nochmal...